Aufnahme. So, einen wunderschönen guten Abend noch an alle. Mein Name, wie ihr kennt, ist Rosemarie Kirner. Ich mache das Ganze ja jetzt schon etwas länger. Ich darf euch wieder herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar, Info-Webinar, das natürlich für Interessenten ist, aber auch für bestehende Investoren. Wir erfahren hier immer natürlich das Allgemeine, was ist Skyway? Wir sehen hier Bilder aus dem Live-Bilder aus dem Ökopark vom diesjährigen Ökofest. Und wir werden natürlich hier erfahren über den Gründer. Ich werde ganz kurz Patente ansprechen, weil das kann man in früheren Webinaren auch sich intensiver ansehen. Die Zertifizierung, was ist Skyway? Ich werde die Technologie kurz besprechen, weil es einfach wichtig ist, dass man das versteht, warum Skyway so interessant ist, warum es für viele eine Möglichkeit ist, dabei zu sein und das Ganze finanziell zu unterstützen. Dann, wo kann Skyway angewendet werden? Welche Anwendungsgebiete gibt es? Das ist einfach für neue wichtig zu verstehen. Es gibt Versuchsgelände, beziehungsweise es gab schon ein früheres. Wie wird das Ganze vermarktet? Projekte und Verträge ist für uns natürlich im Moment besonders interessant. Und was gibt es für aktuelle News? Hier werde ich nochmal heute zurückgreifen. Auch Vietnam habe ich schon im letzten Webinar gesprochen, aber dazu gibt es eben von der Messe her, von der letzten Konferenz, noch einige intensivere Informationen. So, wer ist er? Anatoly Eduardovich Junitsky, ein Mann, der bereits seit 41 Jahren an seiner Idee, kann man sagen, an seiner Vision arbeitet. Ursprünglich, er will das Ganze ins Weltall bringen und jetzt in abgespeckter Version eben die Skyway Transporttechnologie, die im Moment weltweit für Aufregung sorgt. Und wer das nicht glauben will, ich kann euch sagen, es ist in aller Munde und auch in Deutschland wird es schon extrem beobachtet. Also das habe ich herausbekommen bei Gesprächen. So, er ist der Autor eben von vielen Erfindungen und er ist auch Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics. Das spricht natürlich auch dafür, dass er auch ins Weltall hinaus möchte, später mit seiner Technologie, die Fortführung eben die Spaceway-Technologie. Aber das ist erst der weitere Schritt. Dann ist er Mitglied der Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften und das spiegelt sich auch wieder in seinen ganzen neuen Ideen. Erstens mal natürlich auch in den Ökohäusern, in dem, was er im Ökopark macht, nämlich Pflanzen anbauen und so weiter, Humusherstellung. Er hat hierzu viele, viele Ideen. Das kommt aus dieser Zeit eben aus seinem Interesse für Naturwissenschaften. Und natürlich ist er der Erfinder und Chefingenieur der Skyway String Transporttechnologie, die ich euch heute etwas näher bringen darf. Wer sich intensiver informieren möchte, weil es immer wieder heißt, ja, was gibt es für News? Wer hier unheimlich zeitnah das sofort erfahren möchte, kann das Ganze auf Englisch nachvollziehen oder auf Russisch, wenn er der Sprache mächtig ist, auf der Junitsky-Seite junitsky.com. Eine Aussage, die spricht auch für ihn, deshalb haben Sie hier jetzt in den Folien mit dabei. Unser Tun ist vom Humanismus geprägt, von Menschlichkeit. Ja, das ist wirklich Junitsky, das ist er, wie er lebt und lebt, wer ihn persönlich kennt. Und viele kennen ihn ja jetzt auch von der InnoTrans vom letzten Wochenende. Er ist einfach ein Mensch, den kann man nur mögen. Ja. Die Leute, die jetzt vergangenes Wochenende in Berlin waren, die werden sicher das Ganze bestätigen können. Und dazu gehört eben wahrhaftig richtiges Verhalten gegenüber der Welt und Nächstenliebe zu allen Menschen und der Kampf um unsere Zukunft. Das vergessen leider viele andere sehr, sehr stark. So, was hat Junitsky mittlerweile schon alles vollbracht? Er hat hat zahlreiche Auszeichnungen, Patente für die Technologie, für die Fahrzeuge, für das Unternehmen selbst, für die Unternehmensstruktur. Er hat die Anerkennung als ausführbare Technologie aus Russland. Er hat schon seinen Namen, das heißt, sein Logo hat er schon eintragen lassen. Er wurde sogar schon in Deutschland vom TÜV Thüringen
verifiziert, also sein Unternehmen. All diese Dinge sind wichtig für den späteren Börsengang und er hat die Auszeichnung als Technologie des Jahres letztes Jahr erhalten. Ich gehe nicht mehr ins Detail ein. Wer hier mehr wissen möchte, der kann gerne das im Jahresbericht letztes Jahr nachvollziehen. So, dann ist das Ganze natürlich mittlerweile schon zertifiziert, das heißt der gesamte Ökopark mit all seinen Gebäuden und was so dazugehört. Vier der Fahrzeuge sind bereits zertifiziert, das heißt das Unibike, Unibus für 18 Personen, Unibus für 48 Personen und das kleine Frachtfahrzeug, das Unilot oder zu Deutsch der kleine Delfin, das jetzt bei der Messe vorgestellt wurde, das wird jetzt nach der Messe in die Zertifizierung gehen. So, also das zum Thema Zertifizierung. Wie gesagt, die meisten Zertifizierungsvorgänge wurden bereits Ende letzten Jahres also durchgeführt. Nur die Fahrzeuge werden natürlich je nachdem, wann sie auf den Markt kommen, vorgestellt und zertifiziert. Aktuell eben das Unilot. So, was ist Skyway? Skyway ist ein ganz modernes, spezielles Transportsystem auf der zweiten Ebene und zwar auf einem speziellen Schienensystem, das ich dann mit der Technik näher erklären würde. Es ist auf einer Höhe von 2 bis 100 Metern möglich, das heißt, das ist ganz besonders interessant, auch im Gebirge oder übers Wasser möglich, das natürlich hier Lücken schließt, die bisher kein Transportwesen schließen konnte. Und man kann hier in dieser Technologie auch multiple Lösungen einbringen, zum Beispiel Glasfaserkabel, Stromkabel und so weiter integrieren. Wir sehen hier im Bild, Moment, muss man meinen Pfeil wieder suchen, hier im Bild auch, da geht es zum Beispiel übers Wasser und hier ist ein Hafen im Wasser, das ist 15 bis 20 Kilometer draußen möglich. Was hat das für Vorteile? Es können auch große Schiffe zum Beispiel in solche Häfen jetzt kommen, weil die können oft nicht ans Ufer, weil es zu seicht ist, aber mit der Skyway-Technologie ist es möglich. Also ein ganz wesentlicher Vorteil für Häfen. Dann gibt es natürlich bei den Vorteilen in erster Linie die Verkehrssicherheit. Ja? Wir haben hier keine Kollisionsgefahr mit anderen Fahrzeugen oder anderen Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern, Tieren, Fahrrädern, Mopeds und was weiß ich alles. In Vietnam zum Beispiel, ja, mit diesen Mopeds, das ist ja ganz spannend, was da abgeht. Dann haben wir hier hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge durch das spezielle Anti-Entgleissystem, das sehen wir dann noch. Hoher Schutz vor Überschwemmungen, das Ganze ist natürlich auf der zweiten Ebene. Wir sehen es hier in der Mitte im Bild, das ist zum Beispiel aus Australien, ja, könnte auch in Regensburg sein oder in Passau, wo diese Städte, wo oftmals die Flüsse bei Schneeschmelzen über das Wasser gehen. Hier, das unten ist Australien, wo alles ausgespült wird. Dann ist natürlich hier, wenn man hier diese Bilder ansieht, das ist natürlich, wenn ich entspannt oben drüber fahren kann, viel, viel angenehmer und die Kollisionsgefahr ist damit ganz anders ausgeschlossen und viel weniger Unfälle wird es geben. Es ist schon krass, wie viele Unfälle es jährlich gibt. Ja, und die Zunahme bis 2020 wird um 50% errechnet oder promotet. Und das ist schon krass. So. Wo liegen die weiteren Vorteile? Natürlich die Umweltfreundlichkeit. Ein ganz, ganz großes Thema macht immer wieder Messen und Forums jetzt auch in den östlichen Ländern hat man jetzt wieder eine Konferenz gehabt. Man hat gesagt, wenn wir so weitermachen, das geht nicht. Man muss das Ganze elektronisch lösen mit erneuerbaren Energien. Und da sind wir natürlich mit Skyway voll im Trend. Wir haben hier keine staubbildenden, umweltschädlichen Erdaushügel wie beim Straßenbau. Die Tiere werden nicht gestört, das Grundwasser muss nicht umgeleitet werden, wie bei Kanal, zum Beispiel Kanalbauten oder Straßenbauten. Natürlich die ganzen Abgase, Tausalz, was sonst noch beim Straßenbau zusätzlich anfällt, brauchen wir auch nicht. Und was natürlich ein wesentlicher Bedarf ist, auch für die Folgekosten, niedriger Energiebedarf im Verhältnis. Sehen wir dann noch bei den Fahrzeugen. Komfortabel ist das Ganze auch. Wir haben ein ganz anderes System, wir haben hier keine Wartezeiten, wir haben eine hohe Ebenheit der Schienen, das Ganze ist Laser verknüpft eben und abgeschliffen und schön breitflächig. Da ruckelt nicht, da zuckt nichts, das ist ganz, ganz leise. Wir haben es ja live gehört im Ökotechnopark, wer dieses Jahr beim Ökofest war. Und da ist es noch nicht mal alles optimiert.
Dann ist das Ganze automatisch gesteuert, man braucht keine Menschen, was erstens ein Kostenfaktor ist, aber auch natürlich dieses menschliche Versagen ist ausgeschlossen. Das Ganze wird über Blockchain, das wissen wir ja auch mittlerweile, die das Ganze schon länger versorgen, über Blockchain gesteuert, somit ist es nicht manipulierbar, wer sich damit schon befasst hat. Also ein ganz, ganz großes Plus. Aber das Wesentliche ist natürlich, egal wie gut etwas ist, es muss auch bezahlbar sein. Und hier haben wir natürlich die wesentlichen Vorteile bei den Baukosten, aber auch bei den Betriebskosten. Die sind wesentlich geringer wie eben bei anderen Transportsystemen. Erstens wenig Flächenbedarf, geringe Erdarbeitenkosten, geringer Bedarf an Stahl und Stahlbeton. Das sehen wir gleich, wenn wir uns die Schiene näher ansehen. Dann die Folgekosten sind natürlich allwettertauglich. Es gibt keine Ausfälle. Die Kraftstoffverbrauch ist ja Energie. Ist ja erneuerbare Energie auf Strombasis, aber selbst wenn das ausfällt, wenn man Generatoren antreiben müsste mit Dieselmotoren, sind die so geringfügig nur im Verhältnis, dass es auch hier viel, viel schneller zur Rentabilität führt, wie mit herkömmlichen Systemen. Und wie gesagt, automatisch gesteuert, also wir haben hier keine Folgekosten durch eben oder keine großen Kosten für Personal. Natürlich sagen dann viele, okay, da fallen auch Arbeitsplätze weg, aber die werden wieder anderweitig entstehen. Es ist einfach eine Umstrukturierung. Das muss man sehen, das gab es immer. Früher gab es auch die Kohlekraftwerke und alle haben geschrien. Heute haben die Leute auch Arbeit, leben vielleicht gesünder oder auch nicht bei dem Stress, den wir jetzt haben. Aber es ist einfach ein Wandel da und es werden andere Arbeitsplätze entstehen. Das ist einfach so. Und all diese geringen Kosten führen natürlich zu einer schnellen Rentabilität. Man spricht in der Regel von 5 bis 7 Jahren, je nachdem, wenn es mal 10 Jahre sind, wie bei wenig befahrenen Strecken, dann sind es bei anderen aber im Verhältnis vielleicht 50 Jahre, wie zum Beispiel über den Fluss Dnepr in Weißrussland. So, dann schauen wir uns mal die Technologie etwas näher an. Warum ist das Ganze so interessant? Erstens mal, ich habe eben schon erwähnt, wenig Stahlbedarf. So, jetzt schauen wir uns mal die Schiene genauer an. Hier oder eben wie es ganz aktuell hier ist. Ja, hier haben wir diesen String, das heißt ein Bündel vorgespannter Stahldrähte. Und durch diese Vorspannung, wie zum Beispiel bei einer Gitarrenseite, können wir eine unheimliche Belastung erreichen. Ja, also auf relativ dünnen Drahtseilen, noch dazu, wenn sie verdreht sind, können wir eine unheimliche Belastung erreichen. Wieder bei der Gitarrenseite. Ja? Auf eine Gitarrenseite könnte ich mich wahrscheinlich mit meinem Gewicht draufstellen, wenn es jetzt nicht gerade in der Gitarre wäre, weil die Gitarre selber ist natürlich, die gibt nach. Aber die Seite selbst, ja, die würde nicht nachgeben, bei Spannung wohlgemerkt. Ja? Und dieses Wissen hat man sich eben zunutze gemacht und nutzt es natürlich bei dickeren Stahldrähten oder auch jetzt schon auch Kohlefaserkunststoffen, Kevlar und so weiter, weil man weiß, dass man das stärker spannen kann und weil es weniger Durchhang hat. Und dadurch können wir eben größere Distanzen erreichen, nämlich ein Fünftel. Aber zurück zum String selber. Schauen wir uns mal den Basisstring hier an. Hier sieht man deutlich mehrere Seiten oder Strings miteinander verbunden. Hier dann noch verdreht. Hat man eben bei Tests herausgefunden, dass es dann noch um ein Vielfaches belastbarer ist, umgeben hier von einem Befestigungselement in eine Stahlschiene. Aber wir sehen hier nicht, das ist nicht wieder bei der Eisenbahnschiene Vollschiene, sondern hier haben wir diese Zwischenräume ausgefüllt mit einem Spezialbeton. Warum Spezialbeton? Es ist eine spezielle Körnung, die diese Schwingung hier ideal unterbindet. Wir wissen ja, Stahl schwingt, kennen ja vom Gong oder von einer Klangschale, das wollen wir natürlich nicht den Lärm, aber Beton schwingt eben nicht. Und so kann man diese Schwinge unterbinden. Zudem hat es noch einen Zusatz, nämlich eine Substanz, die das Rosten verhindert. Und so ist diese Schiene nicht nur sehr leise, nicht nur sehr stahlsparsam, sondern eben auch sehr, sehr leise und durch diesen Beton erreicht man natürlich die Festigkeit. So. Also hier schon ein wesentlicher Vorteil. Dann ist das Ganze sehr breitflächig. Wir sehen hier die Schiene an. Die Eisenbahnschiene werden wir gleich sehen, ist viel schmäler. Aber hier sind wir sehr breitflächig, sehr eben, sodass wenig Rollwiderstand ist. Wenig Rollwiderstand ist natürlich sehr energieeffizient.
Ja? So, hier haben wir noch verschiedene Schienenarten. Wie gesagt, durch diese neuen Materialien können wir weitere Distanzen erreichen, weil der Durchhang durch das weniger an Gewicht nicht so da ist und zusätzlich eben die Spannung noch stärker sein kann. Nämlich ein Fünffaches kann man mehr Zug draufbringen. Und so kann man größere Distanzen erreichen, was besonders über Wasser zum Beispiel oder im Gebirge wichtig ist. Und natürlich auch weniger Spanntürme benötigt. Ja? So, hier sehen wir dann die verschiedenen Schienensysteme. Es gibt die halbstarre Konstruktion, dann gibt es die flexible Konstruktion und die starre Konstruktion. Beginnen wir mit der starren Konstruktion. Die ist notwendig bei zum Beispiel Schwerlast wie Transport oder natürlich bei Highspeed. Ja, hier ist die Sicherheit einfach wichtig. Hier kann man hier auch Rohre mit integrieren, wo man eben Glasfaser oder Stromleitungen und so weiter mit Telefonleitungen mit integrieren kann. Das Ganze kann man auch bei der halbstarren Konstruktion, zum Beispiel hier für die leichteren Fahrzeuge, kleine Unibus, Unibike und so weiter. Und dann gibt es noch die ganz flexible, eine ganz besondere Art von Schiene, denn diese kann man, obwohl sie so dünn ist, wie man hier sieht, kann man nutzen für hier zum Beispiel zwei Türme oder zwei Hochhäuser oder sowas miteinander zu verknüpfen. Was ist das Besondere daran? Man nutzt hier die Gravitation, das heißt die Erdanziehung aus, denn nach unten geht es automatisch, nach oben bremst es automatisch. Und man kann das hier auf dieser dünnen Schiene so genau berechnen, dass eben durch diesen Durchhang, dass es nach unten eben automatisch, nach oben automatisch bremst, dass man hier fast keine Energie benötigt. Und so kann man natürlich Kosten sparen, kann die Fahrpreise in Städten zum Beispiel oder in Gebirgen, wo man das miteinander verknüpft, relativ gering halten und die Kosten damit relativ gering halten. Also hier viele Besonderheiten. Wir sehen das auch hier im Ökopark in Minsk. Das sind übrigens Realbilder aus dem Ökopark für diejenigen, die das Ganze noch nicht wissen. So, und das hier bedeutet einfach, der String ist nicht so verlegt, sondern der ist hier mal oben, mal unten, je nachdem. Das hat einfach damit zu tun, dass der String immer versucht, sich zu spannen. Jetzt, wenn er so nach unten gebogen ist, versucht er sich nach oben zu ziehen und wenn dann das Fahrzeug drauf fährt, dann drückt es wieder nach unten. So haben wir immer eine Ebenheit. Muss man sich nicht merken, aber das sagt eben dieses Bild hier aus, für diejenigen, die schon häufiger gehört haben. So, dann schauen wir uns nochmal das Spezialrad an. Ja? Dieses Rad wird von der Pike auf, vom kleinsten Detail auf, immer bei Unity in seinen Fabriken hergestellt. Und es wird auch nie an irgendjemand anders vergeben. Da gibt er das Patent und das Wissen nicht her. Es sind spezielle Motorräder, ja, die an der Seite dieses sogenannte Entgleissystem mithaben. Das heißt, dieses Rad fährt an der Seite mit, auch sehr breitflächig aufliegend. Warum betone ich das? Ja? Durch dieses breitflächige ebene Aufliegen hat man keine Druckbelastung, ja, sondern es verteilt sich eben breitflächig. Im Gegensatz zum Eisenbahnrad, wo die Druckbelastung hier nun sehr schmal ist und hier bei 1000 Megapascal ist, im Vergleich zum Skyway-Rad, hier sprechen wir von 200 Megapascal. So, die Zahlen sagen euch nichts, aber wenn ich euch dazu sage, dass man bei 500 Megapascal Druckbelastung der Verschleiß beginnt, dann wird hier sehr schnell deutlich, dass hier beim Eisenbahnrad mit 1000 Megapascal der Verschleiß enorm ist, noch dazu, weil es nicht eben aufliegt und sich hier hin und her bewegt, das heißt auch noch ungleichmäßig sich abnützt, während hier gleichmäßige Auflagefläche, Druckbelastung mit 200 Megapascal, also weit unter dem Verschleiß. Und das führt natürlich dazu, dass hier diese Schiene sehr, sehr langlebig ist. Das Gleiche gilt natürlich für das an der Seite mit laufendes Anti-Entgleissystem. Ja? Und das erhöht das Zehnfache an Sicherheit, was eigentlich notwendig wäre. Man geht hier wirklich auf Nummer sicher. So, man muss auch wissen, jedes einzelne Rad ist eigens motorisiert. Also wir haben einen sogenannten elektronischen Allradantrieb. Wenn ein Rad ausfällt, fahren die anderen natürlich weiter, wird es vielleicht ein bisschen langsamer, aber es fährt weiter. So, wir sehen hier breite Auflagefläche, wenig Rollwiderstand,
somit auch wenig Energiebedarf. Ja? Und Vollmotorisierung, kein Getriebe, denn die Motorisierung ist einzig und allein im Rad. Also ich brauche kein schweres Getriebe im Fahrzeug, somit ist das Fahrzeug auch leichter. So, es ist auch, man kann es auch leicht bauen, weil wir haben hier nämlich noch eine Besonderheit. Wir haben hier sogenannte Sensoren. Das sind zum Beispiel Stereokamera, Nocton-Kameras, Laserstreckenmessgeräte und. Die sorgen dafür, wenn jetzt ich das Fahrzeug, die können nämlich in 2 Sekunden Takt starten, falls nötig, wenn jetzt vorne ein Rad zum Beispiel ausfällt und es langsamer wird, dann merken die Sensoren, dass halt, da passiert irgendwas und die stoppen sofort das nachfolgende Fahrzeug her, sodass es auch langsamer wird. So, so ist die Kollisionsgefahr ausgeschlossen und wir können hier eine Leichtbauweise nutzen, weil wir brauchen keinen Puffer wie beim Auto zum Beispiel, sondern man kann hier wirklich eine Leichtbauweise für die Fahrzeuge nutzen und somit sind die Fahrzeuge weniger schwer und brauchen natürlich weniger Energie. So, ein weiterer Faktor, der Energie benötigt, das ist der Windwiderstand. So, beim Windwiderstand hat man eben durch diese Tunneltests festgestellt, dass man, wenn man diese Topfenform, die wir hier sehen, hier, dass man den wenigsten Windwiderstand hat, eben mit dieser Topfenform. So, jetzt würde man das Fahrzeug unten auf der Erde haben, wie zum Beispiel der Intercity, dann bräuchte, hätte man einen Windwiderstand von 0,2. Ja, hier gibt es keine Messwerte. Warum? Weil es unten hat man diese Windverwirbelungen, man nennt das turbulente Strömungen, die hat man oben in der Luft nicht, ja, bei der Bauweise von Skyway. Und somit haben wir hier noch einen Windwiderstand durchschnittlich von 0,05. Übrigens, das neue Highspeed-Fahrzeug hat, glaube ich, 0,06. Also extrem wenig, wenn man bedenkt, was eben für was die diese Rallye-Fahrzeuge und so weiter an Widerstand haben. So, wo kann man Skyway einsetzen? Natürlich, ganz ein interessantes Thema ist der Frachtbetrieb. Da gibt es natürlich die Frachtbetriebe hier im Nahbereich. Hier diese Fahrzeuge, die sind ja schon vorhanden. Oder hier zum Beispiel im Hängemodule, die sind nicht so belastbar. Da spricht man eben von 5 Tonnen Belastung und 40 Stundenkilometer und eine ja, Streckenentfernung von ungefähr 200 Kilometern mit einem Akku. Ja? Anders ist es bei schweren Frachtstrecken hier oben. Da kann man auch zum Beispiel die Möglichkeiten nutzen, die man im Ökopark ja jetzt schon sehen hat können, diese Be- und Entladesysteme von Skyway, die man in Fabriken nutzen kann, die man auf Schiffe nutzen kann, zum Beispiel hier unten im Hafen. Da gibt es spezielle Systeme eben von Skyway für die Be- und Entladung, sogar während die Beschüttung, sogar während des Fahrens oder das Aufhängen, Aufsetzen von Containern während des Fahrens, alles möglich. Und hier bei diesen starren oder diesen schweren Fahrzeugen, Hochtransporten, haben wir Geschwindigkeit, mittlerweile glaube ich sogar bis 150 Stundenkilometer und eine Tragfähigkeit, und das ist einzigartig von dieser Schiene, von 100.000 Tonnen. Natürlich Fahrzeuge aneinander gehangen, ja, und eine Beförderungsstrecke von 10.000 Kilometern mit den Akkus, die sie jetzt schon haben. Und das ist natürlich einzigartig, wenn man jetzt bisherige Vergleich, Eisenbahnen und so weiter, die Geschwindigkeiten sind schon enorm. Dann hat man hier alles oberirdisch, das stört nicht. Wenn man die LKWs noch damit vergleicht, dann wird es noch viel, viel heftiger. Flüssigkeiten kann man hier in Kapseln zum Beispiel haben und das Ganze ist natürlich alles computergesteuert und kann auch mit Starkstrom zum Beispiel genutzt werden. Und wichtig ist auch, ein ganz wichtiger Faktor, wie gesagt, ist die Schifffahrtindustrie. Das ist wirklich eine Lücke, die viele überhaupt nicht lösen können, aber Skyway mit seinen speziellen Hafenlösungen geht hier richtig rein. In verschiedenen Ländern gibt es hier schon Beispiele. So, dann gibt es natürlich noch den Personenverkehr. Wir haben ja jetzt ein kleines Fahrzeug kennengelernt auf der InnoTrans. Ist ja Facebook und alles schon voll, aber ich zeige euch dann noch Bilder. Dann gibt es den Regionalverkehr und dann natürlich das ganz, ganz große Thema Smart City Konzepte. Weil die Städte, die brechen ja hier alle zusammen, egal welche Großstädte, selbst in Deutschland, alle jammern. Und da hoffen wir, dass wir auch in Deutschland hier diese nicht
Seilbahnlösungen nutzen, wie sie jetzt überall haben wollen, sondern dass sie hoffentlich so vernünftig sind und Skyway nutzen, auch in Deutschland. Zurück nochmal, natürlich haben wir hier auch Freizeit- und Tourismusbereich, das Unibike. Dieses wird in der Zukunft sehr viel Bewegung schaffen. Auch das neue Uniwind, das habe ich jetzt hier nicht auf den Bildern, das ist das hängende Modul auch, das jetzt ja auch schon in die Zertifizierung gehen wird demnächst. Das wird auch sehr, sehr viel für Aufmerksamkeit sorgen in den nächsten Zeiten, eben speziell in Smart Cities oder im Freizeitbereich. So, natürlich muss das Ganze getestet werden. Die ganze Technologie, haben wir gehört, die Erfindung ist bereits seit 41 Jahren zugange, seit 77. Es gab schon ein erstes Testgelände 2001 bis 2009 in Moskau, weil so viele im Internet immer sagen, ja, der Alexander Lebend, der kann ja gar kein Investor gewesen sein. Damals gab es ja das überhaupt noch nicht. Das ist natürlich Humbug. Klar gab es das, aber dieses Testgelände wurde in einer Nacht- und Nebelaktion, als der Minister Medvedev damals sagte, jawohl, er will das Ganze unterstützen, hat man das in einer Nacht- und Nebelstation alles zerstört. Und dieser LKW wurde mittlerweile wieder gefunden. Er wurde, glaube ich, 2017 gesucht und wieder gefunden und steht jetzt auch im neuen Ökotechnopark in Minsk. Und Terehin, der damals auch schon das Ganze mit unterstützt hat, Lebed ist ja abgestürzt 2002 mit einem Hubschrauber, aber Terehin ist jetzt wieder als Unterstützer von Skyway dabei. So, das ist jetzt der jetzige Park, hier die aktuellen Bilder von diesem Jahr. Und der wird eben finanziert noch über Kleininvestoren und es sieht danach aus, als hätten wir vielleicht nicht mehr so lange Zeit. Also diejenigen, die dabei sein möchten, sollten jetzt mit der Person, die sie hier eingeladen hat, schnellstens sprechen. Es gehen natürlich hier so die ein oder anderen Gerüchte. Es wird immer gesprochen von 12, die Etappe 15 ist nicht mehr weit. Man kann daraus schließen, was man möchte. Wie gesagt, unbestätigt. Jeder kann sich aber seine eigenen Gedanken machen und wer nicht zu spät kommen möchte, der sollte vielleicht jetzt sich Gedanken machen und dabei sein. Denn wir sind zwar erst in 12, aber wie gesagt, gesprochen wird sehr viel im Hintergrund. Aber unbestätigt. So, es gibt verschiedene Entwicklungsetappen. Natürlich erst die Technologieentwicklung. Da in dem Zeitraum war eben das erste Testgelände. 2014 hat man dann eben die Entscheidung getroffen, das Ganze über Crowdfunding, über Kleininvestoren Gelder zu sammeln. Und damit hat Junitzki auch wirklich das Ganze real verwirklichen können, was sehr interessant ist. Hier, das war eben der Start des Ökoparks jetzt in Minsk. Das ist das Gelände, wo jetzt die Serienfertigung ist. Natürlich hier schon viele Unterstützer, viele Gespräche, natürlich auch die Scheiks. Wir wissen ja, in den Emirates geht es jetzt im September los. Wir haben keine weitere genauere Information. Ich weiß nur, dass Junitzki wieder abgereist ist in diese Richtung. Und dazu kann ich nur kurz mal was sagen auch. Er möchte im April, wenn alles gut geht, die erste Strecke den Scheichs schon übergeben. Schauen wir mal. Gut, wenn es Mai wird, dann wird es halt Mai. Aber er muss es bis Sommer bewiesen haben. So. Dann gab es natürlich viele Vermarktungen, viele Messen 2016, es gab 2017 welche und natürlich auch 2018. 2018 war ganz besonders eben Dubai interessant, Singapur natürlich, das ist ein strategisch wichtiger Punkt, eben dort trifft sich alles, was Rang und Namen ist und geht alles aus. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube, da geht es auch um die Streckenplanung und natürlich jetzt ganz aktuell, wo ich heute noch berichten werde, die InnoTrans in Berlin in unserem Heimatland. Wichtig, um so etwas voranzubringen, ist ja wunderbar, wenn es jetzt schon 700 Ingenieure gibt bei Skyway, aber bei dem, was Skyway erwartet, die nächsten Jahre, Jahrzehnte, hat ihr Baburi mal gesagt, braucht man ungefähr 70.000 Ingenieure, ja? Nur, die muss man erstmal ausbilden. Das ist eine ganz, ganz neue Technologie und dazu braucht man Zusammenarbeit mit den Hochschulen. Und deshalb war dieser Schritt, die Zusammenarbeit, diese Unterschrift von MIIT, der Moskauer Hochschule, letztes Jahr ganz spektakulär auf der Moskauer Messe im Fahrzeug von Junitzki, war sehr, sehr wichtig. Es gibt auch schon Zusammenarbeit in Argentinien, habe ich gehört. Und wir hören auch heute noch etwas dazu. So, also das ist ganz wichtig, wo man bauen möchte, braucht man natürlich auch Universitäten, die das Ganze unterstützen, die eben auch
die Studenten ausbilden, die man in der Zukunft braucht. So, dann gibt es natürlich viele, viele Anfragen, Verträge, Vorverträge und. Ich gehe hier nicht mehr ins Detail. Ich erwähne jetzt nur mal die Länder. Das ist natürlich Schwerpunkt Australien mit Sky Australia unter Rod Hook, den ehemaligen Verkehrsminister und Transportunternehmer, der eben Sky Australia hat. Dort geht es natürlich um Smart City, dort geht es um Fracht, was ja in Australien ein ganz großes Thema ist. Dann haben wir Skyway Indonesia. All das ist im Moment auf Eis gelegt, ja. Nicht zurück, sondern auf Eis gelegt. Man kann nicht alles auf einmal machen. Man konzentriert sich jetzt im Moment auf die Emirates. Komme ich dann noch dazu. Dann natürlich auch Indien. Auch das im Moment alles erstmal auf Eis gelegt. In Russland, da gibt Omas, Kasachstan, ja, Uljanos, Moldawien, Odessa, Burjatien, Südossetien, Nowosibirsk, Georgien, Chabarowsk, Wolgabit und, ja, viele Gebiete in Russland, Tscheljabinsk, die schon in der Sprache, wer da mehr darüber wissen möchte, einfach den Jahresbericht von 2017 eben mal sich ansehen, wer das nicht mitbekommen hat. Dann natürlich auch in Weißrussland, in der Türkei. Wir wissen nichts mehr. Es wird ja alles verschwiegen jetzt im Moment. Ich kann euch nur sagen, wo Gespräche waren. Und ganz großes Thema auch wird sein in der Zukunft, weil wir haben schon gehört von Kalabrien, wir haben schon gehört von San Marino, die sehr, sehr interessiert sind. Wir haben gehört von Mailand. Warten wir ab, bis die ganzen Sachen eben so richtig bekannt gegeben werden. Dann haben wir noch die ganzen südamerikanischen Länder, Uruguay, Paraguay, Peru, Brasilien, Argentinien, Bolivien. Ich habe mir das angesehen auf der Erdkugel. Es gibt ja fast nichts, ganz großes Thema im Moment, auch Afrika, Vietnam, Malaysia. Also Junitski hat eine Aussage getroffen. Ich habe ihn gefragt auf der Messe, sagte ich, was ist denn außer den Emirates im Moment Thema? Ja, und der Schweiz. Dann hat er so gegrinst und gelacht und hat gesagt, bitte fragen Sie mich bitte, wo arbeiten wir im Moment nicht? Das kann ich Ihnen leichter beantworten. Ja, und zum Thema von der Konferenz, Kirill Badulin hat erwähnt, sie arbeiten in über 200 Ländern oder Projekte arbeiten sie derzeit aus. Also, dann könnt ihr euch vorstellen, ist Skyway interessant, ja oder nein? Ist ein Markt da? Ja oder nein? Das kann jeder selbst für sich entscheiden. So, und jetzt kommen wir natürlich zum Höhepunkt des Sommers, die Entscheidung der Emirates, nämlich Skyway so richtig zu unterstützen. Das ist ja auf der Messe in Dubai entstanden. Junitski hat hierzu auch eine ganz tolle Geschichte erzählt, wie er das gemacht hat dort. Er hat gesagt, er hat erst mit allen Ländern außerhalb von Dubai gesprochen, bis sie so grantig geworden sind und gesagt haben, so, jetzt wollen sie denn endlich und dann auf seine Belange eingegangen sind. Er hat sie immer wieder zurückgewiesen und gesagt, nö, ich will nicht mit euch reden und so weiter. Aber letztendlich haben sie sich dann doch durchgesetzt und das wird nun das Zentrum für das Management aller Technologieparks und Projekte sowie das Transnet-Zentrum im Allgemeinen. Das heißt, von dort aus wird die ganze Steuerung funktioniert, die Blockchain wird dort aufgebaut. Er bekam ein Grundstück und das ist nicht irgendwo in der Wüste, sondern direkt an den Städten dran. Deshalb hat das so einen hohen Marktwert von 750 Millionen US-Dollar kostenlos zur Verfügung gestellt. Wird dort die Highspeed-Strecke gebaut, erst über 25 Kilometer. Später soll das übergehen in eine Hyper-U-Strecke, diese Röhre, eben in eine Teststrecke bis 60 Kilometer. Man muss auch wissen, ja, er arbeitet ja schon an Hyper-U auf eigene Kosten, ja nicht von unseren Geldern. Man muss hierzu wissen, dass diese Strecken ja auch in reale Projekte eingehen, dass dort ganze Städte aufgebaut wird, ein ganzes Technologiezentrum wird dort aufgebaut. Dann noch eine Frachtstrecke mit 2,5 Kilometern, dass man auch die Seekontainer testen kann mit diesem hohen Gewicht von 35 Tonnen und so weiter. Baubeginn ist aktuell eben und die Emirates, warum hat man die gewählt? Weil die haben ein großes Ziel. Die wollen technologisch ein Vorreiter sein. Sie wollen ein sogenanntes Silicon Valley dort aufbauen und da eben Skyway dazu mit integrieren als IT- und Hightech-Center, ja, mit der Blockchain-Technologie. Und Bauprojekte sind aktuell in Planung, ja, von 10 Milliarden US-Dollar und 10% Anzahlung.
werden erst fließen, ja. Und man muss wissen, das hatte er auch erzählt auf der Messe, man hat dort schon, ich sage jetzt nicht die genaue Zahl, viele Millionen, ja, in Hyperloop gesteckt, doch nie ist etwas zurückgekommen. Man hat das im Moment eingefroren, komplett weg und konzentriert sich voll auf Skyway und auf die Zusammenarbeit. Und von dort aus wird das Ganze dann hinausgehen in nach Saudi-Arabien, nach Ägypten und in anderen Ländern des Nahen Ostens, sowie in Brasilien. Ihr werdet dann noch ein paar Länder hören, wo auch Gäste jetzt auf der Messe waren. Also wo man drüber sprechen durfte, ja. Vieles wird uns ja gar nicht erzählt. So, dann eine ganz spektakuläre Vertragsunterzeichnung. Ja, wir wissen ja jetzt schon, es gibt so ganz seltsame Arten, wie bei Skyway die Verträge unterzeichnet werden. Das eine ist eben mit der Hochschule im Fahrzeug auf der Moskauer Messe und hier noch viel spektakulärer, nämlich auf den Knie von der Injetta haben alle unterschrieben, nämlich für das erste regionale Bauprojekt in Europa, in der Schweiz, San Bernardino. Es soll das erste sein von vier oder fünf in der Schweiz. Mal sehen, was da noch alles entsteht. Das Spannende ist, viele haben gesagt, naja, bis in der Schweiz sowas durchgeht, das funktioniert nicht. Quatsch, wir sehen hier, das wird das erste sein und das Baubeginn soll sein nächstes Jahr Frühjahr. Ob das jetzt ein Monat früher oder später ist, ja, es ist natürlich wetterabhängig und so weiter. Manchmal kann sich etwas verschieben, ist völlig egal. Fakt ist, in Europa das erste Projekt wird in der Schweiz in San Bernardino sein. Ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt für Junicki. Er hat gesagt, er möchte hier gewisse Schlüsselpunkte erst beginnen und die dann sternförmig miteinander verknüpfen. Also er hat ein ganz genaues Ziel, einen ganz genauen Plan im Kopf. Und es wird ein ganzes Netzwerk entstehen und ich habe jetzt gehört, diese Consulting-Firma hat eine Person, das muss eine Person sein, die auch russischsprachig ist, die jetzt die rechte Hand von Junicki auch ist, die ihn jetzt im Hintergrund, ich nenne keinen Namen, obwohl ich ihn weiß, weil er möchte das nicht, mit Junicki zusammenarbeitet und ihn weltweit mit unterstützt. Also hier entstanden durch dieses Bauprojekt in der Schweiz. So kann es gehen. Hier geht es natürlich auch um ein Projekt in Argentinien. Da haben wir ja schon in den vergangenen Webinaren gehört, ist auch noch ein weiteres zugange. Also Argentinien auch ein großes Thema. So, und nun kommen wir zu den aktuellen News. Und ich beginne noch einmal, obwohl ich das letzte Woche, vor 14 Tagen schon mal erwähnt habe, Vietnam zu erwähnen. Warum? Weil ich jetzt von František Solar natürlich einige Hintergrundinformationen dazu gehört habe. Das ist seine Live-Präsentation, deshalb auch in Englisch. Natürlich werde ich euch sagen, was da steht und euch die Hintergründe erklären. Also, es war ein Besuch in Vietnam, in Hanoi. Das ist die Hauptstadt von Vietnam. Hier eben nur die Bilder, wie sie angekommen sind. Sie hatten einen sehr spektakulären Empfang, nämlich sie wurden als Männer mit einem Blumenstrauß auf dem Bahnhof empfangen. Das ist ihnen auch noch nicht passiert, hat František erzählt. Also sie fanden das sehr, sehr nett von den Vietnamesen. Es ist schon ein ganz besonderes Volk, habe ich festgestellt. So, die ersten Verhandlungen, Negotiation heißt Verhandlung, Kooperationsverhandlung, fand statt dann mit der Company HIDC. Das muss irgendwie mit dieser ITTC zusammenhängen, das ich das letzte Mal erwähnt habe. Das ist ein ganz großes Bauunternehmen, das aber auch irgendwie so Forschungsaufträge macht und unterstützt weltweit und so Kooperationen schließt weltweit. Also ein großer Immobilieninvestor auch hat und das ist ein ganz wichtige Company hier in Bezug auf Zusammenarbeit, Immobilien und so weiter. Also da gab es wichtige Verhandlungen. Es ging insgesamt um drei Projekte, die werde ich euch dann noch im Zusammenhang mit den Verhandlungen sagen. So, dann haben sie die Konferenzräume, jetzt fand ja dort eine große Konferenz auch statt. Und was auch hier so bemerkenswert ist, schaut euch mal diese Blumen hier an, wie dieser Raum vorbereitet wird. Also man hat hier wirklich sich ganz, ganz große Mühe gegeben für diese Konferenz. Das war schon etwas ganz Besonderes. Dann hat man ihnen natürlich die Altstadt hier gezeigt. Schöne Bilder auch hier von der Altstadt von Hanoi. Schon eine ganz besondere Stadt.
Dann gab es wichtige Verhandlungen mit Unternehmen. Hier ging es natürlich um Investments. Hier ging es auch um Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Also wichtige Verhandlungen hier. Dann gab es erste Verhandlungen mit der PHM Company. Und ich kann euch hier sagen, das ist auch ein, muss irgendwie ein Bauunternehmen oder ich ein großer Bauunternehmer sein. Hier geht es auf alle Fälle um die nicht so zu verachtende Summe von einem Projekt von 12, von einem Dutzend Milliarden, also 12 Milliarden von den Verhandlungen her. Und die haben auch, das werden wir dann noch sehen, sehr spektakuläre Verträge unterschrieben. So, um was ging es hier konkret? Nämlich, da soll scheinbar eine Stadt über dem Wasser errichtet werden. Und ihr könnt euch vorstellen, es sind hier Vorverhandlungen, aber ihr könnt euch vorstellen, welche Möglichkeiten man hat, wenn man eine Stadt auf dem Wasser errichtet. Ja, hier sieht man es, ja, was, oder hier oben nochmal, ja, weil die haben keinen Lebensraum. Die wollen hier tatsächlich eine Stadt auf dem Wasser errichten. So, welche Möglichkeiten hat man, diese Stadt mit Transport zu versorgen? Eigentlich nur Skyway, ja. Und deshalb ist das Ganze natürlich so interessant und da soll es wirklich um 12 Milliarden gehen bei dieser Sache. Also wir sehen schon, Vietnam keine Kleinigkeit. Wir haben ja auch gesehen, was die für Fahrzeuge zur Verfügung haben. Die fahren ja alle nur mit Roller, Mopeds. Wer dort ein Auto fährt, der ist reich, ja. Und die haben katastrophale Verhältnisse. Seht euch das mal an im Internet. Also unglaublich. So, was man auch wissen muss, wenn man in Vietnam Geschäfte macht, ja, dann sollte man 4 Wochen vorher Diät machen. Denn kein Geschäft geht ohne großes Gelage. Ja. Man muss sich erst richtig satt essen und dann bekommt man die Unterschrift. Also das hat František uns erzählt. Jedes einzelne Meeting, das sie hatte, war ein Essgelage. Ja. Hier ein Beispiel davon. Also bitte, wer in Zukunft mit Vietnam Geschäfte machen will, bitte 4 Wochen vorher Diät. Sonst könnte man vielleicht aus den Fugen geraten. So, hier das nächste adressierte Projekt, das Sie betrachtet haben. Hier, wir sehen hier diese Hütten. Ja. Hier soll auch ein Dorf oder eine Kleinstadt entstehen auf insgesamt 500 Hektar. Man muss ja hier immer die ganz anderen Verhältnisse ansehen. Und auch hier geht es eben um die Zufahrtswege über die Skyway-Technologie. Also auch hier, das ist das zweite Projekt, das in Vietnam hier diskutiert wurde. Hier gibt es Bilder von der Konferenz. Da habe ich ja schon drüber gesprochen. Hier nochmal eben von der Konferenz. Gehe ich jetzt nicht mehr so groß drauf ein. Hier noch die Atmosphäre eben. Hier alles wirklich wunderschön. Diese Kinder finde ich so lustig mit dem Handy. So, und dann, ah ja, da muss ich wechseln, weil ich heute so viele Bilder habe, muss ich wechseln. Und dann ging es weiter zur Transportkonferenz, das heißt Verkehrskonferenz von der University in Hanoi. Ich habe dann noch den Namen. Hier haben sie natürlich auch viele Verhandlungen geführt. Hier waren ganz, ganz wichtige Persönlichkeiten unter den geladenen Gästen, haben alle gesprochen, eben auch von dort eben Sprecher und natürlich Dr. Maslow, dann František und Sibiriakow. So, hier auch eben University Polytechnicum in Hanoi, wer sich informieren möchte im Internet, eine ganz, ganz wichtige Universität. Und da ging es auch dann eben um Projekte, um Zusammenarbeit. Wie wird man die Skype-Technologie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten in Vietnam integrieren? Denn die haben dort katastrophale Verhältnisse, die brauchen dringend eine Lösung. Ja? Und da geht es natürlich auch wieder um Zusammenarbeit mit dieser Universität. Und es wurde auch ein Kontrakt geschlossen mit denen. So, aber ganz spektakulär ist natürlich auch diese Sache hier. Wer es vielleicht schon gesehen hat im Netz. Also sie mussten sich hier nicht nur verkleiden als Mönche und beten, sondern da geht es natürlich auch um ein buddhistisches Kloster, das scheinbar auf dem höchsten Berg von Vietnam untergebracht ist. Und scheinbar wollen sie da auch irgendwelche Wege dahin errichten, irgendwelche Kontrakte, Kooperationsabkommen schließen
Da hängen irgendwo diese Baufirmen mit drinnen, die das Ganze mit unterstützen. Und hier beten sie natürlich bei 45 Grad im Schatten und in diesen netten Gewändern, dass das mit Skyway auch funktioniert. Also Franciszek hat gesagt, er hat schon lange nicht mehr so geschwitzt. Er musste ja richtig Buße tun für Skyway. Also auch hier, das ist eben das dritte Projekt. So, und wie immer gibt es dann erstmal wieder was zum Essen danach. Hier auch, er spielt eine ganz wichtige Rolle hier. Moment, wo habe ich denn meinen Pfeil? Der hat sich jetzt versteckt. Hier spielt er spielt eine wichtige Rolle, weil übrigens auch in Berlin jetzt auch, der hat das Ganze in Vietnam auch ins Rollen gebracht. Vielen Dank an ihn nochmal und auch Vietnam wird sich bei ihm bedanken. Denn die haben es wirklich dringend nötig. Dort herrschen katastrophale Verhältnisse. Aber natürlich, man sieht hier, es muss auch ein wunderschönes Land sein. Ich werde mir das sicher auch mal ansehen. So, Vietnam hat natürlich auch hier so ganz besondere Arten, wie man Verträge unterzeichnet. Nämlich hier eben mit dieser PHM, wo es eben um dieses Kontrakt geht, um diese 12 Milliarden. Ich weiß jetzt nicht, das sind erst wahrscheinlich Vorverträge, Zusammenarbeitsvereinbarungen und so weiter. Inwieweit, das rückt man noch nicht raus, inwieweit das Ganze vorgedrungen ist. Aber wir können davon ausgehen, dass das Ganze sehr spannend wird. Und das Ganze fand um 22 Uhr in der Nacht statt. Man musste erst noch verhandeln und dann könnt ihr euch vorstellen, wann dann die Unterschrift stattgefunden hat. Wir sehen es hier nochmal. Eben die Unterschrift eben wegen diesen Ort, dieser Stadt auf dem Wasser. Schauen wir mal nochmal. So, dann genau, hier nochmal der Handschlag und auch die Zusammenarbeit, wie gesagt, ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung mit dieser PHM-Gesellschaft von Vietnam. So. Und dann kommen wir natürlich zu dem Ereignis schlechtweg im September oder des Jahres nach dem Ökofest der InnoTrans 2018 in Berlin. Der Skyway-Stand, wer es noch nicht gesehen hat, war wieder der uninteressanteste natürlich auf der ganzen Messe. Dann Spaß beiseite. Manche Investoren haben Bilder gemacht von den anderen Ständen. Also es war teils tote Hose. Die haben oft verzweifelt zum Skyway-Stand hingeguckt, was da los ist. Da war immer ewig viel los. Das muss die ganzen Tage so durchgegangen sein. Gut, am Freitag sagt man, okay, da waren es Investoren, aber es muss auch Dienstag, Mittwoch vor allen Dingen muss ein ganz stürmischer Tag gewesen sein. Da muss wirklich sehr, sehr viel los gewesen sein. Und es waren auch einige Delegationen, ein paar werde ich euch dann noch erwähnen, die da waren. Aber hier der erste Tag. Eben unsere Leute, die von Skyway Capital hier vor der InnoTrans, vor dem Gebäude. So sieht der Stand leer aus, bevor der große Rummel begann. Hier hinten hat man das alles virtuell sehen können und hier der kleine Delfin, das Unilot, ja, das Baby, kann man sagen, von Junitzki. Da habe ich noch ein ganz tolles Bild am Ende für euch. So, hier auch nochmal das Fahrzeug. Sehr aerodynamisch, ich habe es ja schon erwähnt, eben 0,06 Windwiderstand. Wir haben gesehen, die anderen Fahrzeuge 0,05. Wir reden hier von einer Geschwindigkeit von 500 Stundenkilometer, wohlgemerkt. Ja? Und da diesen Windwiderstand, das kann man fast nicht erreichen. Aber Junitzki hat es eben fertiggebracht, dass man, und der Energieverbrauch, ja, liegt natürlich je nach Geschwindigkeit. Ja? Würde man nur 100 Stundenkilometer fahren, dann hätte man den Verbrauch von 0,1 Kilogramm. Okay, also das kann ich jetzt irgendwo nicht nachvollziehen, wie das gemeint ist. Aber Fakt ist, man kann das nicht vergleichen mit anderen Fahrzeugen. Es ist so gering, dass eben, und er sagt eben, genau diese kleinen, ja, Familienfahrzeuge, 6 Personen, ja, die sind so interessant, weil sie eben zu wenig Energie benötigen und weil man auch nicht leer fährt. Man kann einfach einsteigen, fahren ein paar Leute, müssen nicht warten, bis der ganze Zug voll ist und so weiter. Viel, viel interessanter. Und wie man drinnen sitzt, habe ich natürlich auch ausprobiert. Ja, hier bin ich.
Viele haben natürlich hier geschmunzelt, weil ich hier den Fuß rausstrecke. Mein Rock war etwas eng. Man kann diese Sitze wunderbar verstellen nach hinten und nach vorne. Das habe ich natürlich nicht alles ausprobiert. Das habe ich den Männern überlassen. Aber ein Bild hier dazu, wie man hier mit Plus und Minus das alles verstellen kann. Man kann sogar Massage einstellen. Man kann Videos schauen. Man kann Musik einstellen. Hier der Erwin Mari, der strahlt auch wie ein Maikäfer hier am Unilot. Also hochinteressant, diese Ledersitze. Man sitzt unglaublich bequem. Also die Männer waren natürlich fasziniert von der Technologie selber. Und wie gesagt, das ist wirklich das Gelungenste, was wirklich war. Und das liebt er auch. Ja, hier haben wir noch ein Foto gemacht am Freitag von denjenigen, die gerade greifbar waren. Wie gesagt, hier kann man das Ganze virtuell sehen. Da gibt es zwar Neugierige aus Österreich, Namen nenne ich nicht. Die mussten das Ganze natürlich auch gleich von unten untersuchen und schauen, ob da auch alles stimmt oder ob er vielleicht den Boden vergessen hat. Die haben das auch sogar fotografiert, aber alles kann ich natürlich nicht bringen. Und so sah der Stand eigentlich fast immer auf. Also es war teilweise noch schlimmer. Gut, und morgens um 9 ging es noch, aber so war tatsächlich am Freitag immer der Stand. Und hier haben wir ihn, hier unseren Winitzki. Ich habe wunderschöne Bilder auch mit mir, mit meiner Tochter und so weiter. Er ist ja so ein liebenswerter Mensch, den muss man einfach nur mögen. So, und dann haben wir natürlich auch noch auf der Messe gehabt das Unicar für 18 Personen, das heißt drei Teile, jeweils sechs Sitzplätze. Wenn man vielleicht etwas mehr Platz braucht, passen vielleicht auch zwei hin, das kommt ganz drauf an. Aber wie gesagt, das ist ja, kann man ja flexibel gestalten. Hier haben wir natürlich ein paar lebende Beispiele, die das ausprobiert haben, ob er auch gut sitzt. Ja, vor allem dieser kleine Mann hier mit seinem Opa gefällt mir sehr gut. Oder Florian und der Michi, die Repräsentanten von der Schweiz. Und hier unsere Freunde noch, ich glaube aus Nürnberg. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Sie wollten auch noch mit hier sich zeigen. Also man sieht, alle sind gut drauf. Man sitzt gut, weil sonst wären sie sicherlich nicht so gut drauf. Nein, ich habe es auch ausprobiert. Es ist wirklich super. Hier oben hat man dann die Strecken. Das kann man hier gar nicht so gut erkennen. Liter, ja, das denke ich auch. Also da haben sie irgendeinen Fehler gemacht. So, okay. So, und was waren die Ergebnisse, die bekannt gegeben wurden von Kirill Badulin? Natürlich, Italien waren viele da. Hier werden keine Details weitergegeben, aber Italien ein großes Thema. Dann war eine Delegation da aus Bahrain, wer nicht weiß, wo Bahrain ist, ich habe das extra geguckt. Also Geografie werde ich immer fitter mit Skyway. Das liegt natürlich da unten, wo die Emirates sind, im Nahen Osten, wo Saudi-Arabien ist, in diesem Eck da unten. Also da wird ein ganzer, ja, ein ganz großer Bereich aufgebaut werden. Da waren die Mitglieder vom Verkehrsministerium da. Die haben sie eingeladen nach Bahrain und die haben Interesse, eben dieses Verkehrssystem in Bahrain auch aufzubauen. Bietet sich natürlich an, ist ja der Nachbar von den Emirates. Dann waren Gäste da aus Malaysia, eine Kooperation, eine Vereinigung eben für Entwicklung. Und zwar der Zweck dort ist Errichtung auf einer der Inseln von Malaysia, eines Skyway-Verkehrssystem für den öffentlichen Nahverkehr und für den Gütertransport. Ein Teil, der versteckt hier alles. Dann waren, wir dachten alle, der Iran ist kein Thema, Pustekuchen. Auch mehrere iranische Unternehmen waren da, und zwar iranische Kooperation für Entwicklung, Interesse wieder an Fracht- und Passagiertransport, also auch hier wird mitgemischt. Dann wurde eine Vereinbarung unterzeichnet mit einer Delegation aus Tschechien und der Slowakischen Republik. Das Thema ist nicht hier Tschechien und Slowakei, das ist schon lange irgendwo Thema, sondern hier geht es um irgendwelche Projekte in Afrika. Näheres wird hier nicht verraten, wie halt so immer. Und es gibt noch viele andere. Ich habe gesagt, wie gesagt, auch die Deutschen beobachten schon ganz intensiv. Das kann ich euch verraten, denn ich habe mit einigen gesprochen im Vorfeld vor der InnoTrans und die haben mir das bestätigt. Ja, also es ist nicht so, dass man es nicht mehr kennt. Ich hoffe, dass man sich näher damit befasst, bevor man irgendwelche Seilbahnen baut, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind, vor allen Dingen für Smart City. So,
Und dann fand natürlich am Tag danach die große Messe statt, die große Konferenz von Keine Kapital. Hier werde ich aber zu den meisten Themen nicht berichten, denn das sind Themen für den Workshop. Hier hat Franticek eben über Vietnam berichtet, das habe ich euch ja erzählt. Dann ging es über Duplikation, das heißt unsere Arbeit. Dann hat Jürgen über den neuen Fonds berichtet, auch das ist Thema des Workshops. Es soll eine neue App kommen zum Zeigen von Skyway, aber wissen, es gibt auch eine App eben für die regionalen Bauprojekte, die eben dann mitwachsen mit der Art, wie Gelder kommen und wie gebaut wird. Also es gibt dann zwei Apps, wohlgemerkt, eine für den Vertrieb, eine für die regionalen Bauprojekte. Dann gab es eine Info zu einer Kreditkarte mit Kombination mit Coolpay, spreche ich auch im Workshop drüber, ist hier nicht angebracht, ist Insider-Info. Und dann hat natürlich Alexei noch gesprochen über die regionalen Bauprojekte und natürlich die Kombination mit Blockchain. Hier dauert es noch ein klein bisschen, jetzt kann jetzt Ende September, Anfang Oktober werden, kann sich aber auch noch verzögern. Es ist einfach unglaublich viel notwendig, es muss alles hieb- und stichfest sein. Ich gehe davon aus, dass das Ganze losgeht, wenn wir durch sind, durch die Etappen. Ja? Deshalb glaube ich auch, dass wir wirklich gefasst sein müssen, dass es schnell geht. Ja? Aber wie gesagt, das sind nur Gerüchte, unbestätigt. Und hier gibt es eben keine genauen Aussagen. Und natürlich, dann gab es noch Ehrungen. Also wie gesagt, zur Konferenz nächste Woche am Mittwoch Näheres. So, dann gibt es natürlich auch Presserummel nach der InnoTrans. Ich meine, das war die Messe schlechtweg. Das war, wie haben Sie gesagt, die Weißrussen bringen eine Rakete mit. Ja? Und es kamen Leute an den Stand, die haben zu Junitzki gesagt, wir möchten die Rakete sehen. Ja? Der kleine Delfin, die kleine Rakete aus Weißrussland. Und da wurden natürlich von vielen, vielen Zeitschriften von der Komsomolskaja Pravda, haben wir ja schon viel gehört in der Vergangenheit, groß berichtet. Dann viele Online-Portale haben darüber, im Russischen oder im Weißrussischen, haben darüber berichtet. Hier kann man auch nachlesen, entweder im Backoffice oder auf der Unitsky-Seite, wen die Berichte näher interessieren. Dann hat hier nochmal über die nahe Zukunft des Fernen Ostens ein Riesenartikel. Da geht es um die Entwicklung im Fernen Osten von russischer Seite her. Russland will sich darauf konzentrieren. Warum? Dort ist das ganze Fracht, das ganze Transportsystem total überaltert und das hemmt die Wirtschaft. Und man möchte die Wirtschaft voranbringen, man braucht neue Wege, man will hier viele Gelder zur Verfügung stellen, um das Ganze wieder hochzubringen, um die Wirtschaft hochzubringen. Und darüber wurde in diesem Bericht eben berichtet. Und da ist natürlich Skyway auch wieder ein Thema, weil es viele Lösungen hat, eben für diese Bereiche und vor allen Dingen auch viel kostengünstiger als alles andere. Und hier kommen wir zum Bild des Jahres zum, ja, ich kann es nicht beschreiben, Junitzki und sein Baby, er küsst es, da sieht man, wie er es liebt, seinen Delfin. Es ist wunderschön, es ist ein unglaublich schönes Fahrzeug und das ist das Bild des Jahres. Deshalb habe ich es jetzt als Schlussbild gezeigt, Junitzki mit seinen Delfin. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und ich freue mich über alle Informationen, euch dann nächste Woche in den Workshops berichten zu dürfen. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen guten Abend.